Nikolaus Scherak von den NEOS. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir die Debatte wirklich sachlich führen, weil ich glaube, weil wir anders hier in keinster Art und Weise zu Lösungen kommen werden. Und wir wissen ja, wenn wir uns in der Vergangenheit anschauen, wie teilweise diese Debatte auch innerhalb der Bundesregierung geführt wurde oder auch in diesem Parlament geführt wurde, dass es eben nicht rechtzeitig zu Lösungen gekommen ist. Ich habe es hier öfter schon gesagt von hier vorne, kann es aber nur wiederholen, die absurdeste Debatte war die um den Grenzzauntürtel mit Seitenteilen, man weiß es nicht. Das hat nicht zu einer Lösung geführt. Wir haben dann die Diskussion zur Obergrenze mal gehabt, wo es als erster hieß, wir schauen uns das, wir lassen das rechtlich einmal beiseite, so war das. Und wir prüfen erst nachher, ob das rechtlich ist. Und diese ganze Symbolpolitik und diese ganzen absurden Debatten führen natürlich dazu, dass die Bevölkerung zu Recht auch verunsichert ist, weil sie nicht weiß, woran sie ist und weil wir sehr, sehr oft in vielen Bereichen auch unterschiedliche Wörter und unterschiedliche Aussagen aus der Bundesregierung hören und sie sich da offensichtlich auch nicht immer einig sind. Und ich glaube, im Sinne dieser sachlichen und konstruktiven Debatte sollten wir uns alle hier ein Beispiel nehmen, damit wir eben auch zu den Lösungen kommen können, die wir dringend brauchen. Und Herr Bundeskanzler, vielleicht eine Sache gleich vorweg. Was, glaube ich, sehr helfen würde, und ich meine, das sind nicht Sie allein verantwortlich, aber es liegt auch in Ihrer Verantwortung als Chef dieser Bundesregierung, ist, es würde sehr helfen, wenn die gesamte Bundesregierung mit einer Stimme redet. Ich glaube nicht, dass es etwas bringt, wenn sich momentan ungefähr 4 Minister im Minutentakt oder im Tagestakt zu Wort melden und unterschiedliche Vorschläge hervorbringen, nämlich von allen Seiten. Ich glaube nicht, dass das der Debatte hilft. Ich glaube, es würde wesentlich helfen, wenn die gesamte Bundesregierung sich einmal intern darauf verständigt, worauf sie hinaus will und wo sie hin will, und dann diese Vorschläge präsentiert und auch gemeinsam auf europäischer Ebene versucht, diese Vorschläge entsprechend auch umzusetzen. Das wird der ganzen Debatte helfen und das wird auch den Lösungen helfen, die wir wollen. Sie haben ein paar Dinge angesprochen, die ich für wichtig halte und die wir jedenfalls verfolgen sollten. Das heißt, die eine Frage, wie wir Asylverfahren beschleunigen. Wir haben ja schon viel länger als NEOS einen Vorschlag gemacht, dass wir eigene Verfahren für die eröffnen, die nur subsidiär schutzberechtigt sind. Sie wissen genauso wie ich, dass sehr, sehr viele, die aus Syrien kommen, in erster Linie subsidiär schutzberechtigt sind. Und wenn wir hier die Möglichkeit schaffen, dass wir hier ein eigenes Verfahren eröffnen, dann würden wir auch Asylbehörden massiv entlasten können und hier viel, viel schneller die Asylverfahren entsprechend vorantreiben können. Die Rückführungsabkommen halte ich auch für einen ganz wesentlichen Punkt. Auch hier haben wir Vorschläge gemacht, dass wir mit den Ländern, die nicht bereit sind, ihre Staatsbürger zurückzunehmen, wenn sie hier kein Aufenthaltsrecht in Österreich oder in Europa haben, dass wir mit denen klar sind und sagen, dass wir hier mit den entsprechenden Entwicklungszusammenarbeitmitteln nicht mehr so umgehen können wie bisher und hier auch klar in den Raum stellen müssen, dass wir diese massiv kürzen werden, weil es nicht akzeptabel ist, dass es Länder gibt, die, obwohl ihre Staatsangehörigen in Europa kein Schutz haben, diese nicht zurücknehmen. Und ich glaube, hier muss man ganz schnell vorangehen, natürlich auch auf europäischer Ebene, weil Österreich alleine es wohl nicht entsprechend schaffen wird. Was Sie auch angesprochen haben, ist die Frage der Integration ab dem ersten Tag. Ich halte das für vollkommen richtig, was Sie gesagt haben. Je mehr Zeit wir hier verlieren, desto mehr Probleme werden wir im Nachhinein haben. Das heißt, wir müssen mit Deutschkurse ab dem ersten Tag anfangen. Die werden momentan in vielen Bereichen nur von Freiwilligen gemacht. Wir müssen schauen, dass Asylwerber viel, viel schneller die Möglichkeit haben, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, weil je länger wir warten, desto problematischer wird die Situation danach sein. Und Herr Bundeskanzler, ich habe gestern eine Anfragebeantwortung vom Herrn Innenminister bekommen zur Frage dieser gesamten Notstandsverordnung, die ja jetzt kommen soll. Und wir haben in 17 Seiten viele Dinge hinterfragt, was jetzt die konkreten Zahlen sind, für wie viele Asylverfahren abgelaufen sind, wie viele positiv entschieden wurden und. Und der Herr Innenminister hat mir in 4 Seiten im Wesentlichen beantwortet, dass er sich nicht zuständig fühlt. Jetzt verstehe ich unter Umständen, was er gemeint hat, dass er nicht alleine zuständig für diese Notstandsverordnung ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass doch er in erster Linie für die Frage von Asyl schon zuständig wäre. Es irritiert mich ein wenig, dass wir hier keine Antworten bekommen haben. Wir werden jetzt die Anfrage auch an Sie stellen, weil Sie dann als Chef der Regierung offensichtlich eher dafür verantwortlich sind. Ich bin gespannt, ob wir hier Zahlen bekommen, weil auch das wichtig wäre, dass es hier auch zu einem einheitlichen Auftreten in dem Zusammenhang kommt. Ich glaube auch, was man machen muss, ist, dass man Vorschläge, die am Tisch liegen, entsprechend ruhig diskutiert. Der Außenminister hat Dinge vorgeschlagen, wo ich bei einigen absolut nicht seiner Meinung bin. Wenn man hier Internierungslager auch nur ansatzweise ins Spiel bringt, halte ich das für falsch. Aber worüber wir diskutieren müssen, ist über mehr Resettlement-Programme. Und ganz ehrlich, ich halte es für wichtig, dass wir hier diskutieren, aber hier auch mal was machen, weil ich brauche mich nicht wundern, wenn Österreich es bis jetzt nicht geschafft hat, in den letzten 2 Jahren entsprechend Resettlement-Programme voranzutreiben und wir momentan noch nicht einmal 1.900 Leute
Leute aus Syrien über Resettlement-Programme nach Europa bzw. in dem Fall nach Österreich gebracht haben, dann brauche ich mich nicht wundern, dass sich die Menschen auf den Weg machen. Das heißt, Schlusssatz, Frau Präsidentin, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir hier nicht nur die schönen Worte hier austauschen, sondern dass ganz konkret Daten folgen und dass wir diese Debatte hier auch sachlich dann weiterführen. Es braucht schnellere Asylverfahren und Länder, die sich weigern, nicht Aufenthaltsberechtigte zurückzunehmen, müssen Konsequenzen spüren, sagte Nikolaus Scherak.